Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr auf meinen Kanal gestoßen seid. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt wollen wir mal schauen, was denn demnächst hier auf die lieben Singles zukommt. Also ich sehe schon mal nicht so tolle Sachen, ne? Kann ich schon mal gleich im Voraus sagen. Aber wir starten jetzt gleich mal in die Legung hier rein. Ne? Also macht euch da jetzt nicht, bitte nicht verrückt, ihr lieben Singles. Nicht gleich wegschalten, sondern bleibt erstmal dran und schaut, was hier rauskommt. Es geht hier als allererstes für die Singles erstmal hier demnächst darum, dass eine Energie freigesprengt wird, hier mit dem Hammer. Ne? Das ist die Turisas und die Turisas, die kann wehtun. Ich glaube, im letzten Single-Orakel war es, glaube ich, auch so, dass ein Schmerz auf einen zukam. Ne? Vielleicht hat sich ja dieser Schmerz jetzt hier freigesprengt. Es geht darum, dass man jetzt etwas freisprengt, eine Energie, damit hier ein Durchbruch geschieht, ne? Mit dem Hammer. Das ist, jetzt kommt mir gerade ein Bild rein, das... Oh, jetzt klingelt das nochmal, das mal, Moment. So, jetzt musste ich kurz mal die Tür aufmachen. Schon das zweite Mal heute. Ja, wie gesagt, hier wird eine Energie freigesprengt und dadurch kommt man in eine höhere Einweihung, in eine höhere Bewusstseinsebene mit der Aivas. Ne? Also hier kann auf jeden Fall, das hat einen höheren Sinn, warum das hier so geschieht. Es kann jetzt sein, wenn du als Single hier keinen Menschen hast an deiner Seite, ne, oder auch nicht auf den Menschen schaust, dass da hier was freigesprengt wird. Oder es kann aber auch für die Singles sein, die vielleicht Menschen in ihr Leben haben, aber noch nicht fest mit diesen Menschen zusammen sind, ne, dass da hier was freigesprengt werden kann. Haben wir die Urteile. Ich erkenne, dass alle Menschen ihren eigenen Wegen, ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. Ja, und dabei geht es jetzt hier darum, dass du das erkennen sollst. Du sollst nicht zu schnell urteilen, auch nicht verurteilen, ne, dass du hier wirklich sagst, okay, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat vielleicht seinen eigenen Prozess, ne, hier in dieser Sache. Und dann haben wir von den schamanischen Traumorakel noch das Verirrtsein. Und du könntest dich dann zurzeit wie verirrt fühlen, wie wenn du die Orientierung hier für dich selbst suchst, ne? Wie wenn du hier einfach nicht so richtig weiter weißt, nicht so richtig weißt, wo soll ich jetzt hin? Ne? Also sowas kann ja auf die Singles zukommen. Dann haben wir hier den Seelenpartner. Es geht wahrscheinlich um den Seelenpartner hier für die einen oder anderen oder direkt um einen Menschen, mit dem du dich sehr, sehr tief verbunden fühlst. Ne? Und es geht hier darum, dass man eine Lösung findet, etwas zu wandeln. Wir haben Unzufriedenheit. Man möchte das gerne alles wieder unter Kontrolle bringen. Hier ist eine Chance, etwas auch umzusetzen, aber da ist harte Arbeit nötig, um hier einen Neuanfang zu starten und hier wieder etwas ins Wachsen reinzubringen. Ne? Du bist auf jeden Fall Feuer und Flamme für diesen Menschen mit den Ast der Stäbe und du willst es auf jeden Fall hier wieder umsetzen. Und die Kontrolle auch darüber erlangen. Dann haben wir hier, also heute geht es wirklich, muss ich ehrlich dazu sagen, um einen Menschen, der entweder in dein Leben kommt, der wieder in dein Leben kommt, oder um einen Menschen, der in deinem Leben schon jetzt ist. Ne? Also darum geht es jetzt hier in der nächsten Zeit. Wir haben hier eine Position, der Gehängte. Der Gehängte sagt, man ist hier kopfüber in der Position, man weiß hier einfach jetzt nicht weiter. Ne? Oh, jetzt klingelt das schon wieder. Leute, was ist denn heute los? Wie auf dem Bahnhof, ey. Also heute ist es wie auf dem Bahnhof bei mir. Vielleicht ist es ja bei euch auch so. Ne? Einmal so und dann wieder so. Ja, auf jeden Fall ist man hier in einer gehängten Position, wo man hier nicht so richtig weiter weiß. Ne? Hier steigt dir das ganze Blut in den Kopf rein. Und ja, und dann hörst du, man sagt ja auch immer, ne, wenn du dann in so einer gehängten Position bist, dann kriegst du vielleicht irgendwann eine Idee hier rein. Ne? Und das wird auf jeden Fall dann auch erfolgreich werden, diese Idee. Du sollst hier, wenn du in dieser Position bist, wenn hier eine Stagnation vielleicht auch ist und diese Stagnation mit der Turisas freigesprengt wird, ne, dann hat das Ganze auch Erfolg. Du sollst aber hier positiv dabei bleiben und daran denken. Ne? Es ist nötig, dass hier wirklich, wenn noch ein Mensch jetzt hier in dein Leben kommt oder da ist, dass dieser Mensch hier mit an dieser Verbindung arbeitet.
Na, dass man hier nicht das Weite sucht, dass man sich hier nicht zurückzieht, auch du nicht. Das wird mir jetzt gesagt, wenn du also hier vorhast, doch an etwas zu arbeiten und dann machst du halt einen Rückzieher, weil du vielleicht auch nicht verletzt werden willst oder weil die Person nicht verletzt werden will. Es wird mir hier gesagt, wenn hier eine Stagnation da ist, dann wird die freigesprengt. Ne, du sollst positiv bleiben, du sollst hier weiter an dieser Sache mitarbeiten, auch dein Gegenüber. Ne, wenn hier ein Gegenüber schon da ist oder erst kommt, ne, das könnte jetzt dein Seelenpartner sein. Also hier ist harte Arbeit nötig jetzt in einer Verbindung, die da kommt oder die schon ist. Und man soll sich nicht davon wegschleichen, ne, weil man das Ganze hier vielleicht auch nicht fühlen oder sehen will. Und das gilt ja auch meistens für ganz, ganz viele Gegenüber so, ne, dass sie dann ja, das Weite suchen. Ne? Und wenn ihr beide an dieser Verbindung hier wirklich arbeitet, dann kann auch was Gutes daraus entstehen mit den 10 der Kelche. Könnt ihr hier auch eine Familie gründen, ne? Oder besser gesagt, erstmal familiär zusammen sein, ne? Dass ihr hier wirklich was Festes habt und ja, dass das hier auf jeden Fall auch ne, Glück bedeutet. Guck mal, wie sich das Paar anschaut, ne? Ihr könnt das auf jeden Fall erfolgreich machen. Vielleicht habt ihr beide Kinder, vielleicht hat aber nur einer, vielleicht hast du vielleicht Kinder oder er vielleicht Kinder. Aber wenn ihr da gut daran arbeitet, an dieser Verbindung, dann könnt ihr hier viel, viel erreichen mit den 10 der Kelchen. Na? So, dann haben wir hier unten noch eine Energie und das ist eine Schlange. Ne? Also entweder gibt es hier Komplikationen, Verstrickungen oder hier spielt vielleicht eine andere Person eine Rolle. Ne, man möchte hier eine Entscheidung treffen, vielleicht auch für ein Treffen, für ein Date. Und das soll auch zu positiven Veränderungen kommen. Ne, der Reiter sagt, man kommt mit guten Nachrichten, mit treuen Nachrichten in deine Richtung. Aber irgendwie ist hier noch so alles so ein bisschen mit Komplikationen verhaftet. Ne? Oder weil eine falsche Person oder eine andere Person noch drinnen mit rummischt. Das kann natürlich auch sein. Bei vielen Singles ist es auch so, dass da immer noch so andere Weiber, andere Kerle, ne, dass sie da noch immer so ein bisschen mit drinne rumfuschen und man dann halt auch nicht so richtig hier weiß. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal das kleine Glück drin liegen. Das ist schon mal gut, das kann hier kommen. Ne, vielleicht wurde man hier in der Vergangenheit oft enttäuscht. Vielleicht du, vielleicht dieses Gegenüber, was da in dein Leben kommt oder schon da ist. Ne, und deswegen, ja, man muss ja erstmal im Inneren sich im Klaren darüber werden. Hat das Ganze Hoffnung? Ne? Ist das Ganze schicksalhaft? Ist das Ganze meine Bestimmung mit diesen Menschen vielleicht auch? Oder belastet es mich hier wieder? Darum geht's jetzt, ne? Du hast vielleicht auch Angst, dass es dich hier wieder belasten könnte, wie in der Vergangenheit, diese ganzen Verbindungen. Vielleicht kommt aber auch jemand aus der Vergangenheit in dein Leben zurück. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat dich diese Person auch schon oft enttäuscht und belastet. Und da musst du dir jetzt erstmal im Klaren darüber werden, ob du das denn überhaupt haben möchtest. Und das kleine Glück wird aber auf jeden Fall hier dabei liegen. Schauen wir mal, was im Endeffekt draus wird. Was wird denn hier im Endeffekt draus werden aus dieser Verbindung? Hat das überhaupt einen Sinn? Fragen wir mal so. Also man schaut sich hier nochmal was an, ne? Ja, man schaut sich hier das Ganze nochmal von nahen an. Man betrachtet das Ganze hier nochmal. Und es kann sein, dass man hier wirklich schon mal kleine Schritte miteinander geht. Ne, dass man entweder ist es so, wenn von euch jemand Kinder hat, dass man schon so kleine Schritte geht, dass man vielleicht auch mal mit den Kindern zusammen verreist, dass hier diese Kinderkarte bedeutet ja nicht immer nur Neuanfang, die bedeutet ja auch, dass man hier was Kleines schon zum Wachsen bringt. Ne, für den einen oder anderen kann natürlich sein, dass ein Kind entsteht. Das kann auch sein, aber vielleicht kommt dieser Mensch zu dir dann, ne? Oder du gehst zu diesem Menschen oder ihr verreist zusammen irgendwohin, unternehmt zusammen etwas und da guckt man sich das Ganze hier dann nochmal an, ob man das auch wirklich haben möchte. Wenn es jetzt eine neue Verbindung ist, ne, mit diesem Menschen, ne? Das müssen jetzt nicht unbedingt Kinder sein, das kann auch hier ein Neuanfang sein, dass man sich auf die Reise macht. Und ich habe hier eine Transformation von dieser Verbindung, die da ist.
Na, hier ist noch ein bisschen so im Nebelwald alles und vielleicht war da auch mal eine Trennung, Cut oder vielleicht auch Rückzüge gewesen von diesen Menschen. Aber man schaut jetzt hier wieder in diese Geborgenheit, in das Treffen mit diesen Menschen. Na, und da muss auch noch eine Entscheidung getroffen werden, das Ganze auch stabiler hier zu machen, dass da auch ein Wachstum, ein gesundes Wachstum reinkommt in diese Verbindung. Ja, also das gilt jetzt wirklich nur für die Singles, wo schon ein Herzensmensch da ist. Also, ne, wo du noch nicht mit diesen Menschen zusammen bist, aber wo du merkst, ich habe eine tiefe Verbindung mit diesen Menschen. Das könnte mein Seelenpartner sein. Und ja, ne? Und da wird diese Stagnation, die wird hier freigesprengt mit der Turisas und dann kann eine neue Ebene beginnen. Ein neuer Zyklus kommt. Eine neue Bewusstseinsebene hier rein. So, und weil es so schön war. Da werden wir jetzt mal noch hier eine Herzkarte drauf springen lassen. Ja, ihr müsst halt wirklich beide an dieser Verbindung arbeiten, ne? Sonst hat es keinen Sinn. Wenn dann einer sich wieder wegstiehlt oder wegschleichen tut, dann bringt das nichts. Dann ist immer wieder, wenn es vor allem, wenn es ein Seelenpartner ist, dieses On und Off da, dann kommt ihr da nicht weiter. Ihr müsst wirklich hier gemeinsam an dieser Verbindung arbeiten. Na, ohne dass man hier wieder abhaut. So, was sagen denn die Herzkarten noch zu dieser Verbindung für die Singles? Was sagen die Herzkarten? Okay, das ist vielleicht ein heimlicher Verehrer, das hatten wir schon mal gestern in der Legung. Und ja, allein die Zeit wird es zeigen. Na, vielleicht war das ja mal ein heimlicher Verehrer oder ist ein heimlicher Verehrer von dir gewesen. Und die Zeit, die wird halt jetzt zeigen, was daraus wird. Ne? Auch die Herzkarten haben keine eindeutige Aussage, was im Endeffekt daraus wird. Hier werden kleine Schritte reinkommen in die Verbindung. Hier kann was wachsen. Hier kommt was rein ins Wachstum, wenn beide mitmachen. Und die Zeit wird es auf jeden Fall hier zeigen. Und ich denke mal, ich werde jetzt mal noch eine Karte von meinem Wolf-Orakel springen lassen. Okay. Ja, da haben wir zwei. Manchmal ist es besser zu gehen als zu bleiben. Ne? Also, das kann so ein kleiner Indiz schon sein, eine kleine Botschaft. Und die zweite Botschaft ist, etwas Neues kann entstehen, wenn du dazu bereit bist. Vielleicht musst du aber auch etwas Altes gehen lassen, damit was Neues kommen kann. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht war da mal etwas Altes gewesen mit dieser Person. Du hast gedacht, okay, es ist jetzt besser zu gehen als zu bleiben. Und danach kann jetzt etwas Neues entstehen. Ne? Vielleicht aus dieser Verbindung. Wer weiß, meine lieben Singles. Mir kommt stark rein, dass es hier jemand aus der Vergangenheit mit sein könnte. Muss aber nicht. Ne? Vielleicht hast du ja schon mal ein Auge auf diese Person geworfen gehabt oder diese Person auf dich. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch aber hier was ganz, eine ganz, ganz tolle Zeit, dass das hier alles super wird, dass beide dran arbeiten und wir hören uns nächste Woche wieder beim neuen Single Orakel. Ciao, ciao!